Hallo und herzlich willkommen bei Fly Daniel D. Heute zeige ich euch, wie man einen das Hut ändert. Und zwar quasi das Standard-Dings. Zeige euch heute, wie man genau diese Trail-Hut UI installiert. Ihr werdet nachher im Game sehen, was das genau ist. Und zwar zunächst. Wenn ihr übrigens nicht weiß, wie man das mit den vielen Zillern macht, hier ist dazu das Video. Geht zuerst auf euren Server und tut ihn am besten ausschalten. Ich gehe mal kurz drauf. Das ist mein zweiter, mit dem ich hier die ganzen Videos aufnehme. Er sollte normalerweise aus sein. Ist aus. Passt. Können wir schließen. Dann hier mit dem verbinden mit dem richtigen Dings. Habe ich auch dazu, wie gesagt, ein Video gemacht. Da verbindet man sich quasi mit diesem Vielezeller. Dann gehen wir hier auf. Habe ich das im richtigen jetzt? Den müssen wir nehmen. Ups. Hab den falschen ausgewählt. So. Können auch kurz überprüfen. Indem ihr hier diese 185, da 31. Denn. Jeder Dings, wenn ihr auch zwei Server habt, seht ihr da 185. Ist eigentlich ganz easy. Kriegt ihr, denke ich, hin. So. Dann zeige ich euch, wie man das Drehhut übrigens einfügt. In dieser Datei, wenn man nicht diese normale ESX-Datei drinnen hat, sondern wenn man diese ESX-Datei drin hat, ich werde es euch kurz zeigen. Wenn man diese Ressourcen drinnen hat, wenn ihr diese ganzen Ressourcen drinnen habt, ESX-Pack, das ist das ganze Pack. Das neue ist das übrigens. Und damit zeige ich euch jetzt, wie man das hier einfügt. Und zwar, da gibt es nur eine Kleinigkeit zu beachten. Ihr müsst eigentlich nur das Ganze ganz normal erstmal den Namen am besten gleich kopieren. Dann könnt ihr das eigentlich auch schon hier einfach gleich einfügen in den Ressourcen-Ordner. Könnt ihr einfach reinfügen. Oder hier einfach unten so rein. Das ist alles beides gleiche. Lädt das Ganze kurz rein. Seht ihr hier unten. Jetzt ist es drin. Dann geht ihr eins zurück. Geht in diesen Server-CFG-Ordner. Auf Ansehen, dann tut ihr hier einfach unten Start und dieses Dings reinkopieren. Das ist dafür da, dass das Ganze überhaupt ausgeführt wird. Dann da natürlich auch ja. Und dann müssen wir natürlich jetzt erstmal noch. Das andere, ich kann euch das vielleicht sogar kurz zeigen, vielleicht haben die da ein Bild drin. Ah, komm schon. Als ob die da kein Bild drin haben. So und da, schau, seht ihr. Warte, da drin. Seht ihr, das sind die ganzen neuen Sachen. Was ihr natürlich da noch habt und der Rest ist gerade irgendwie. Nicht hier drin, aber ist ja nicht so wild. Das ist das neue Dingspack. Seht ihr da natürlich im Thumbnail. Habt ihr es ja, denke ich, gesehen, was das genau ist. Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr das alte natürlich deaktiviert. Dann gehen wir jetzt erstmal nochmal zu den Ressourcen rein. Dann geht ihr zu Extension. Dann Configure. Ansehen. Und hier macht ihr bei True einfach auf False. Zack. Geht hier oben auf dieses Speichersymbol. Schließt das einfach wieder. Geht hier auf Ja. Erster Schritt ist gemacht. Damit ist unser altes Hut jetzt erstmal rausgefügt. Aber wir müssen jetzt erstmal essen und trinken natürlich. Müssen wir auch erstmal deaktivieren. Weil wir wollen ja, dass das Ganze in dem neuen Dings mit drin ist.
und dass es da auch annimmt. Dafür müssen wir jetzt in diesen, jetzt muss ich gerade überlegen, in diesen Basisnetzordner Configlur und dann hier true einfach auf false. False. Zack. Und somit ist das auch schon erledigt. Könnt ihr das Ganze schließen. Und nun gehen wir ins Game. Meine Testings wird man natürlich wieder nicht finden. Müsste mein Hauptserver dort sein. Ja, ist hier mein Hauptserver dort. Könnt ihr übrigens auch gerne mal drauf, wenn er fertig ist. Dauert noch ein bisschen. Jetzt schalten wir natürlich erstmal unseren Server noch ein, weil sonst werden wir in-game. Können wir sonst lange nach ihm suchen, weil wir dann ihn nämlich nicht finden werden. Da können wir wirklich lange danach suchen. So. Dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam. Wie gesagt, das dauert bei jedem unterschiedlich lang. Das kommt immer darauf an, was für jeder für ein Pack hat. Also das hier zum Aktivieren dauert immer meistens relativ ein bisschen, aber. So. Habe ich das jetzt eigentlich kopiert? Ne, habe ich jetzt nicht, Digga. Ich habe das nicht kopiert. Weil unseren Testserver wird mehrere geben. Also suchen wir ihn einfach mit dieser IP. Deswegen ist das am einfachsten. So. Habe ich euch wieder schlecht vorbereitet. So, wird gleich finden. Dauert kurz. Wie gesagt, es kann aber 5 bis 10 Minuten dauern, bis der Server dann richtig anzeigt im Game. Je nachdem dauert das einfach immer. Nochmal hier zurückgehen. Na, das jetzt. Lass mich jetzt eigentlich verarschen. Hallo, der Server sollte gleich kommen. Ja gut, dann werden wir noch mal kurz das Ganze schließen. Jetzt nochmal aufmachen. Manchmal behebt sich dann dadurch dieser ganze Fehler. Wenn nicht, müssen wir auf unseren Server nochmal neu starten. Das passiert leider ein paar Mal. Komm schon. Sollte jetzt eigentlich gleich herploppen. Normalerweise. Da haben wir ihn doch. Da kommt er doch. Ja, kurz unser Game neu starten, kein Problem. Und dann zeige ich euch jetzt, was dieses Hut genau ist. Und zwar, ihr seht ja Thumbnail, diese Essen, Trinken, Funktionen und das Ganze ist ja dieses veraltete, sieht ja wirklich scheiße aus. Und das habe ich euch jetzt in neu reingemacht. Wenn ihr das Ganze, diese ganzen Packs ja schon drinne habt, ohne dieses True Hoop, dann habt ihr gesehen, rechts oben sieht das Ganze scheiße aus. Einfach nur scheiße. Und jetzt sieht das Ganze natürlich erstmal so aus, wenn ihr natürlich dann halt hier oben die Bank oder hier oben was weghaben wollt, könnt ihr natürlich gern nochmal in diesen Ordner gehen. Ich zeige euch das auch kurz, wo man das ändert. Dann müsst ihr hier reingehen. Server Data, Ressourcen und dann hat in diesen Drehhut-Ordner dann Configlur und hier werdet ihr dann einfach hier ist das Wallet Money, Show Bank Money, Show Black Money, Show Society Money. Also hier könnt ihr auf jeden Fall die Sachen einfach, wenn ihr es aktivieren wollt, müsst ihr True, das müsst ihr rein, ich zeige es einfach, das müsst ihr reinschreiben, wenn ihr es aktiviert, das müsst ihr reinschreiben zum Deaktivieren. Okay? Ich hoffe, somit konnte ich euch in diesem Video leider wieder weiterhelfen. Haut rein für mehr. Wie gesagt, ich blende euch, wie gesagt, ich habe euch vorhin ja auch schon das Video nochmal rechts oben eingeblendet, wie ihr das mit viele Ziele auch einrichtet. Und ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal.